guten Abend. Hallo. Auch da draußen. Willkommen. Sehr schön. Berlin. Ja, ich bin ja hier als der Retter der Nation. Ist ja klar, dieses Land muss gerettet werden, oder? Es ist ja alles so im Argen und da muss der Retter her, ist das ganz klar. Wir haben ganz Deutschland mittlerweile am Ende, ganz klar, das haben wir ja mitgekriegt. Mittlerweile nicht Deutschland, das Berlin Europas. Wir sind völlig verschuldet, das Geld ist weg. Da freut man sich natürlich, wenn man so einen Bürgermeister wie den Wovereit hat. Der freut sich wenigstens, wenn er einen Arsch voll Schulden hat. Das ist natürlich toll. Und wir brauchen, ja, was brauchen wir? Wir brauchen keinen Mut, wir brauchen keine Reform, wir brauchen keine Politik, wir brauchen Geld. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das kann man ja nicht allein dem Stoiber überlassen. Nicht? Der versucht ja wenigstens als einziger nicht die Schulden für Deutschland quasi abzustottern. Der ist ja, der weiß ja auch einziger, wer schuld ist. Schuld ist, ist ganz klar. Es sind die Kosten gerade hier im Osten. Es sind die Frustrierten. Es sind, ihr seid schuld. Ich habe nichts gegen die Ossis. Wir haben alle natürlich, wir haben nichts gegen die Ossis. Wirklich, wir haben wirklich nichts gegen die Ossis. Wir hätten gern was gegen die Ossis. Ja, es ist, ja, ja, es sind welche hier, ich merke es schon, da muss man aufpassen. Das ist, ich weiß nicht. Geht gleich wieder das Gemecker los, die armen Ossis. Meine, die Frage, sind das wirklich solche Jammerlappen? Warum haben die die Linkspartei gewählt? Man weiß es gar nicht. Es ist so, no, das ist ja einfach eine alte Gewohnheit. Ich verrechne halt immer noch in Morgs, nicht wahr? Das ist der Lafontaine vorne weg. Da haben sie auch Angst, die Linkspartei, nicht? Dass sie, die Linkspartei kommt. Das ist so die Al-Qaida des Ostens. Ja, ja, wobei, Lafontaine, ich meine, er ist kein Moslem, aber beschnitten ist er. Also von daher schon gefährlich. Nicht, da muss man schon aufpassen. Und wobei, mir war das ja, mir ist der ja zu, der hatte diese, wie soll man sagen, diese Bürgersöhnchen-Attitüde. Ne? Gregor Gysi und Lafontaine, die müssten eigentlich, wenn sie schon so als Rächer der Nation, so als Robin Hood auftreten, nur als Rächer der Enterbten, dann müssen sie eigentlich in Strumpfhosen antreten. Das fände ich schön. Am besten in Stützstrümpfen. Ne? Da, ihre Wähler leben ja auch alle von der Stütze. Das würde sehr schön passen. Und in diesem Outfit dann natürlich am besten irgendwo, was weiß ich, am besten in so einem sozialistischen Musikantenstaat. Wir könnten die ja noch zusammen auftreten, sozusagen, wie soll man sagen, was wäre noch schön, also eine Wir sind das volkstümliche Hitparade. Nicht so, also, was weiß ich, so die Wilddecker, Harzbuben oder die Kielertaler, Bonzenschützen, ich weiß es gar nicht, irgendwie auf jeden Fall. Ziemlich böse. Ja, man kann sich ja vorstellen, wenn der Lafontaine so vorne der hat ja mit der Nase so oben und dann singt er so ganz fröhlich. Millionäre, kommt her, ich bin hinter euch her. Da, da. Komm her, du feiger, reicher Sack. Ich bin der soziale Sprengstoffgürtel der Nation und spreng mich mit euch in die Luft. Ja, wir Linken, wir treiben's, bis wir stinken. Wir Linken, so. Nee, auf jeden Fall fröhlich. Mit Musik ist ja alles viel einfacher. Und das ist ja auch das, was wir Deutsche brauchen. Musik. Im Prinzip bräuchten wir ja sowas wie diesen Live Aid. Nee, könnt ihr nicht daran, Live Aid, das war ja das, wo Bono da in der ganzen Welt rumgesungen hat. Nee, und dann für Afrika haben sie da, der G8-Gipfel, der sollte ja entscheiden. Die haben ja dann diesen Schuldenerlass gemacht für die dritte Welt. Und das hat, der Schröder war auch dabei, der hat sich gleich hinten angestellt und gesagt, ich will das auch. Nee, also es war schön. Nee, wir brauchen sowas auch, ein Live Aid, also ein weltweites Konzert für Deutschland. Nee, aber gut, haben wir einen deutschen Bono? Ja, Herbert. Hallo, was passiert? Was passiert für Deutschland? Was wird das? Was wird das? Wir haben ein bisschen was zu tun. Oder wir haben ein armes Land, das geht los. Aber er natürlich nicht alleine. Am besten dann auch Marius dabei. Das sind so Helden. Sexy, was hast du aus diesem Land gemacht? Irgendwie so. Ja, der ist ja Kulturträger, auf jeden Fall. Da kann man ja nichts anderes. Was hat er für schöne Lieder gesungen? Pipi ist kein Name und auch kein Getränk. Mancher muss schon rennen, wenn er nur an Pipi denkt. Oh, Pipi. Jetzt nicht gleich weglaufen. Jetzt nicht gleich weglaufen. Ja, ja. Hey, noch schon zwei. Also, ja. Ja. Müssen ja mindestens drei sein. Ne? Also wie gesagt, Herbert wäre gut. Marius dann am besten Udo, alles klar, Udo, ganz ja, der lebt noch, wusste ich auch nicht. Ja, ich habe auch erst gedacht, der wäre schon längst plastiniert. Ja. Dann haben sie nur noch zwei Duracell in den Hintern geschoben, das macht er noch düm, 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 düm. Nein, aber er ist immer noch gut dabei, er ist immer noch live unterwegs, wenn man da noch live sagen kann. Und die drei, ja, stell dir mal vor. Nicht Herbert, das muss sein, nicht wirklich, Leute. Nicht Marius, und dann die drei so als drei Engel für Deutschland. Ja, als auf Welttournee sammeln für Deutschland. So als, ach, das wäre schön, so ein bisschen Rock'n'Roll-mäßig. Mach doch mal so ein bisschen Rock'n'Roll, give me Rock'n'Roll. Und Udo fängt an, komm hier, gib uns so, komm hier.
Deutschland ist am Ende. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Doch wir schaffen die Wende. Wir können uns eh nicht mehr blamieren. Schluss mit dem Gejammer. Das hört doch keiner Sau mehr aus. Wir wollen wieder sexy sein und darum ziehen wir uns für euch aus. Striptease for Germany, Striptease for Germany. 5 Millionen Arbeitslose, alle in der Unterhose. Helmut Kohl und Rex so schlau. Seid uns eure Schwabbelbauch. Und der Herbert, der macht das Erhörung. Striptease for Germany, Striptease for Germany. Die ganze Welt ist scharf auf unser Tritt. Ah, stecken uns Milliarden in den Zirkal. Striptease for Germany, Striptease for Germany. 5 Millionen Arbeitslose, alle in der Unterhose. Striptease for Germany, Striptease for Germany. Deutschland nackig und vereint, damit das Land nie wieder weint. Damit das Land nie wieder weint. Damit das Deutschland nie wieder weint.